Du fragst dich, ob dein Hüftgelenk gesund ist? Dann mach jetzt mit uns den Faber-Test und du weißt sofort mehr. Dein Körper ist um die Hüfte herum aufgebaut und deswegen ist die Gesundheit deines Hüftgelenks so extrem wichtig. Wenn hier was nicht stimmt, dann haben meistens die Nachbarn Probleme, wie zum Beispiel die Knie oder das Becken steht nicht gerade oder der Nachbar der Unterrücken schmerzt ein wenig und es kann sich bis nach oben durchziehen zu einem Schulterschiefstand, Nackenverspannung und so weiter. Aber wie teste ich jetzt die Beweglichkeit meiner Hüfte? Ja, das machen wir jetzt ganz schnell und einfach. Geh bitte einmal in Rückenlage. Du kannst ja zu Hause direkt mitmachen. Also das kannst du ganz alleine tun. Ein Bein bleibt gestreckt, das andere Bein wird angewinkelt und dann legen wir einfach das Sprunggelenk auf Höhe des Oberschenkels direkt oberhalb des Knies ab und lassen dann in der Hüfte nach unten los. Und wenn es gut läuft und wir in der Norm sind, ist das Knie in etwa auf dem Niveau des Oberschenkels der gegenüberliegenden Seite, was jetzt hier okay ist. Ja, so soll es sein. Dann schauen wir uns nochmal die andere Seite an. Die jetzt mal nicht okay wäre. Genau, jetzt machst du es einfach mal ein bisschen schlechter. So, das Knie steht jetzt weiter oben. Das heißt, wir sind dort, haben nicht die gewünschte Beweglichkeit und Unbeweglichkeit ist immer gleichzusetzen mit Schutzspannung. Also das zentrale Nervensystem fährt die Spannung hoch, nicht um dich zu ärgern, sondern einfach um dich zu schützen. Ist immer für dich, nie gegen dich. So, was hat dann hier Schutzspannung? Es sind möglicherweise die Adduktoren, die Innenschenkel, ne, die Muskulatur, die das Bein heranführt. Ja, es kann der Hüftbeuger sein, ja, der auf Schutzspannung ist. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt wirklich das Gelenk schon irgendwie ein bisschen abgenutzt ist und deshalb Schutzspannung da ist, um das Gelenk selber zu stabilisieren und zu schützen. Ja. Und es wäre auch eine Möglichkeit, dass du ein Problem mit deinem Iliosakralgelenk, mit dem ISG hast. So, wenn du den Test jetzt nicht bestanden hast, dann hast du eine ganz wertvolle Information gewonnen. Wenn du ihn bestanden hast, super, Glückwunsch, aber wir haben jetzt natürlich nur die Außenrotation in der Hüfte getestet. Es gibt natürlich auch noch die Innenrotation und ein paar andere Bewegungen in der Hüfte, die man sich unbedingt anschauen sollte. Einfach um eine gewisse Grundlage auch für sein eigenes Training zu haben und zu wissen, wo stehe ich denn eigentlich und wo sind meine Baustellen. Nicht, dass es mir irgendwann so geht, ich bin irgendwo beim Arzt und er sagt mir, herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Bandscheibenvorfall und eine ziemlich runtergeorgelte Hüfte. Und du bist ganz überrascht, weil du denkst, oh mein Gott, das ist mir noch nie aufgefallen. Also mach am besten unseren großen Mobility-Test. Da haben wir ein schönes Video dazu aufgenommen. Den verlinken wir einfach hier unten im angepinnten Kommentar. Ja, und wenn du dann weißt, wo du stehst, wo deine Baustellen sind, wo deine Probleme sind, dann gilt es natürlich, ursachenorientiert daran zu arbeiten. Und die große Herausforderung ist ja dann, was muss ich machen, welche Übungen, in welcher Reihenfolge, mit welcher Dosierung, wann muss ich die Dosis erhöhen etc., ja, wann muss ich mich um welchen Bereich kümmern. Das sind Dinge, die du als Laie einfach nicht wissen kannst und das ist dann zugleich unsere Daseinsberechtigung, ja, und auch die Daseinsberechtigung unseres Strong & Flex Systems. Das ist nämlich genau dafür dann dein Navigationssystem. Du wärst in dem Fall dann der Fahrer und wir würden dir den Weg weisen. Im Übrigen auch in unserem Strong & Flex System starten wir mit einem Eingangstest. Nicht nur, damit man weiß, wo man steht, sondern auch, um den Erfolg messbar zu machen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir arbeiten resultatorientiert. Wir wissen natürlich schon, dass es funktioniert. Ja, ist ja erfolgserprobt, ne? Ist ja die Essenz von 20 Jahren Berufserfahrung. Aber ist ja schön, wenn man es auch sehen kann. Ganz genau. Und dass es messbar hat. Falls du jetzt ein Problem entdeckt hast, sagen wir mal anhand des großen Mobility-Tests und dir nicht ganz sicher bist, ob unser Strong & Flex System für dich das Richtige ist oder du noch Fragen hast, dann darfst du seit neuestem auf unsere Webseite gehen, also das darfst du schon länger, aber dort gibt es jetzt auch eine Chat-Funktion, da kannst du uns schreiben, dein Problem schildern, deine Frage stellen und kriegst von uns eine lösungsorientierte und kostenlose Beratung, aber bitte mach das nur, wenn es dir ernst ist und du Arbeitsmoral mitbringst, also dann auch bereit bist, die Arbeit zu machen, die wir dann dir möglicherweise auftragen. So, jetzt schreib doch gerne noch rein, wie der Test für dich ausgefallen ist oder vielleicht auch der große Mobility-Test, wenn du ihn gemacht hast. Gib uns gerne ein Däumchen nach oben für das Video, abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Danach immer die Glocke aktivieren, denn nur dann bekommst du eine Info, wenn wir solche wertvollen Videos hier online stellen. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.